Kannst du in drei Sätzen beschreiben, was wir hier machen? Wir reagieren auf die aktuelle Situation. Wir alle haben momentan wenig in der Außenwelt zu tun. Jeder arbeitet für sich zu Hause, mariniert sich im schlimmsten Fall mit seinen eigenen Ideen. Die Idee der Interaktion, der Synergieeffekte und so weiter ist momentan eigentlich nicht möglich. Und das ist eine Idee. Der Raum ist groß genug, um Abstand zu halten. Zwei Leute machen Musik, zwei Leute Kamera. Und das ist einfach eine schöne Sache. Auch den Leuten, ich meine, wir sind alle Musiker, wir müssen Musik machen. Das ist keine Frage, ob wir Musik machen wollen. Das manchmal sogar nicht, aber das Gefühl im Kopf, dass man Musik erstellen und schaffen muss, ist eine ganz andere Geschichte. Und die Leute sitzen zu Hause und so, einfach so wie früher, was gar nicht so lange her ist. Einfach, wir machen Musik zusammen, wir erstellen Musik, wir kreieren Musik in der Interaktion. Die Leute, die momentan nicht zu Konzerten gehen können, können das dann übers Internet verfolgen. Man muss sich sicherlich daran gewöhnen, dass es vom Computerbildschirm eine andere Situation ist. Und auch diese Interaktion am Getränkestand, beim Auslass fehlt. Mochte man nicht immer, jetzt vermisst man es trotzdem. Das Anstehen, ne? Das ist eigentlich absurd. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, dass irgendwie für uns, für die Zuschauer in abwechselnden Reihenfolgen zu rekreieren und dass wir im Prinzip die Zeit für uns überbrücken und auch vielleicht ein bisschen fürs Publikum. Meine Erfahrung nach 12 Gästen, die wir jetzt hier, die ich die große Ehre hatte, mit der Kamera begleiten zu dürfen, mit dir zusammen, ist, dass ich bei den Gastmusikern eine große Art von Erleichterung, von Freude meine gesehen zu haben, dass das hier stattfindet. Was ist dein emotionales Gefühl? Das war schön zu sehen. Das ist so ein bisschen wirklich eine Erleichterung, dass man doch noch Musik zusammen machen kann. Und wir haben unfassbares Glück mit dem Raum hier. Das ist wirklich, dass das überhaupt ermöglicht wurde, dass das alles passieren kann. Es sind zum Teil auch Kombinationen, die so nicht passiert werden. Also mindestens nicht in diesem Monat, vielleicht nicht in diesem Jahr. Und das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Auch das Gefühl, was auch jeder hasst, die Sachen zum Auto zu tragen. Trotzdem hat man das so ein bisschen vermisst und auch, verschiedene Leute haben gesagt, dass auch diese Handgriffe nicht mehr so einfach waren. So, wo liegen die Sachen, wo mache ich das? Man hat sich ja irgendwie so Cocooning, ist das Wort, irgendwie sich abgeschottet. Also, Cocooning ist aber, glaube ich, die Idee, dass man es aus eigenen Stücken macht. Und in dem Fall ist es ein im Prinzip von außen erzwungenes Cocooning, also im Kokon spinnen. Klingt auf Englisch wirklich besser, glaube ich. Und das war wirklich schön, so ein bisschen eigentlich fast den alltagsesken Trott zurückzukehren, Musik zu schaffen mit anderen Leuten. Weil wann die Konzerte losgehen, wissen wir alle nicht. Jeder hat andere Informationen. Die meisten schwingen sich trotzdem im nicht unfassbaren, sage ich mal, positiv anmutenden, es geht bald weiter, Tenor ein. Und von daher ist es einfach mal rauskommen, Musik machen und darüber glücklich sein, dass man es ja noch macht. Weil alleine, man spielt halt Skalen, man macht Dinge und auch darauf, dass man halt in dieser Situation aufeinander reagieren muss, ist ja auch nochmal eine schöne Geschichte. Finde ich auch, geht mir genauso. Hm? Eine Art von Trotz schwingt da auch mit, ne? Ja, natürlich, ja, klar. Die ich mit dir teile. Und dann so etwas zu machen, wo wir nicht wissen, was da hinten da rauskommt. Ein Blick in die Zukunft. Was wird sich für deine Branche, für die Musikbranche in der Zukunft womöglich ändern, nach deiner Meinung, nach dem, was wir jetzt hier leben? Langfristig kann man es nicht sehen. Die Idee, dass im nächsten Jahr alles gut ist und Nachholkonzerte, abgesagte oder verschobene Konzerte von 2020 kompensieren, ist ja eher illusorisch. Also rein unterm Strich, wenn man jetzt das ganz stumpf sieht, müssten ja am selben Tag das doppelte Publikum kommen.
Das wird nicht passieren. Sie werden auch nicht einen doppelten Preis zahlen, ganz im Gegenteil. Die Sache ist, ohne einen Impfstoff ist auch die Frage, wie viele Leute gehen überhaupt raus, wie viele Leute trauen sich raus. Und das Gefühl, bei mir ist so, wenn ich einen Film sehe im Internet, oder also Netflix, und ich Leute sehe, die sich umarmen, denke ich, hey, das dürfen die gar nicht. Dass der Film nicht letzte Woche gedreht wurde. Aber das Gefühl auch, ich wohne im Süden Berlins, und da gibt es Seen und da kann man schön am Kanal Fahrrad fahren. Wenn ich jemanden sehe, der mir entgegenkommt, überlege ich, in welchem Bogen ich ihm fahre. Vielleicht nimmt man sowas mit, was natürlich für das Miteinander zelebrieren eines Events schwierig sein könnte, sich dann wie früher in den Armen zu liegen und dann irgendwie zusammen den Lieblingssong mitzuschreiben. Das wird sich eventuell verändern. Im nächsten Jahr, viele sehen ja auch nicht die Problematik der Vorbereitung von Konzerten. Wenn wir jetzt im September, 15. September ein Konzert haben, hätten, vielleicht haben könnten. Und die offizielle Geschichte ist, dass wir bis zum 30.8. nicht dürfen. Wird niemand vor dem 30.8. eine Karte bei Eventim bestellen. Vielleicht gibt es auch nicht. Und dann in 15 Tagen den Vorverkauf zu regeln, die Werbung. Alle Leute werden am selben Tag Werbung machen. Alle Leute gehen im Vorverkauf am selben Tag, bringen ihre Alben am selben Tag. Das ist auch ein Problem. Auch wenn man Musik liebt, wird man nicht in der Woche zu 12 Konzerten gehen können, weil es einfach von der Zeit her oder vielleicht vom Geld her mangelt. Man kauft vielleicht nicht an einem Freitag, Release-Tag, ist normalerweise Freitag, 10 verschiedene Alben, weil alle Bands, die wir jetzt kennen, sind jetzt im Studio und bringen Ende des Jahres ein Album raus. Das wird sich auf 2, 3 Jahre einschwingen und niemand weiß, in welche Richtung. Vielleicht ist es eine schöne Sache, dass Online-Musik, digitale Musik an Wertigkeit gewinnen könnte. Das wissen wir alle nicht. Die Idee, dass alle Musik der Welt für 9,99 bei Spotify nicht die Idee sein kann, einen gewissen Gegenwert selbst zu kreieren, sollte eigentlich allen klar sein. Und die Leute, die bei YouTube umsonst reinklicken, sollte es noch eher klar sein, dass es im Prinzip dazu führen könnte, dass es nie wieder neue Musik gibt, die halt mit der Intention entstanden ist, dass man einfach ein Jahr lang an einer Sache arbeiten kann. Weil das einfach, wer soll es finanzieren? Also auch um Musik in der Form zu machen, wie ich es mag, muss ich mich jeden Tag darauf konzentrieren. Das ist auch mein Lebensluxus, nicht, dass ich irgendwie, okay, ein Modularsystem habe, aber das ist auch mein Lebensluxus, aber den Luxus, jeden Tag mich mit Musik auseinandersetzen zu können. Ganz unabhängig davon, ob man jetzt, weiß ich nicht, bei Reichel oder bei Lidl einkaufen geht. Dazu muss es einen Gegenwert geben und das ist kein YouTube-Klick. Werbung bei YouTube ist auch nicht. Also vielleicht ist es die Wertigkeit, es gibt ein Album, davon bezahlt man jetzt nicht unfassbar viel, aber einfach so, dass es reicht. Das wäre vielleicht die schöne Sache, dass digital vertriebene Kunst in irgendeiner Form als wirklich Gegenwert und Kunst gilt. Das wäre schon schön. Da gehe ich d'accord, gilt auch für meine Kunst. Ja, absolut, ja sicher. Meine letzte Frage und dann nochmal einen Schritt zurück und die Musikbranche verlassen. Ich habe das Gefühl, die Welt verändert sich gerade. Grundsätzlich gesellschaftliche Fragen werden aufgeworfen, alte Werte werden in Frage gestellt. Wird sich deiner Meinung nach die Welt verändern und hast du vielleicht eine Idee, in welche Richtung? Von der Idee her wäre es schön, wenn es sich verändern würde. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das auch nach 3, 4 Jahren egalisieren wird in irgendeiner Form. Dieses Miteinander, dieses einfach, lass uns gemeinsam was schaffen, ist gerade eine tolle Geschichte und ein toller Impuls. Und Interaktion, Aktion, Synergie ist gerade ausgeprägter als vorher. Und dass man auch überlegt, wie kann ich auf andere Acht geben, sei es wirklich auch durch eine Maske beim Bäcker oder sei es drum, gemeinsam Musik zu schaffen. Das ist ja alles eins am Ende des Tages. Es wäre schön, wenn da ein bisschen übrig bleibt. Ich meine,
Ich meine, man muss Leute nicht ins Gesicht husten, aber das sollte früher schon klar gewesen sein. Aber das ist ja vielleicht, hey, vielleicht ist es so, kleine Dinge verändern vielleicht viel. Im Prinzip auch die, ist ein guter Schritt in die Globalisierung, für mich was Gutes, auf jeden Fall. Das, weil es betrifft nicht nur ein Land, es ist vollkommen egal. Also dem Virus ist egal, ob da eine Grenze zwischen Frankreich und Deutschland ist. Das ist ja vollkommen egal. Und mir ist es im Prinzip auch egal. Und wenn das im Prinzip sich verankert in den Köpfen, dass wir im Prinzip alle gemeinsam gegen Dinge antreten, die wir global betrachtet ja schon eher als Gegner empfinden könnten, als uns selbst, wäre das vielleicht auch eine Sache, die wir mitnehmen können und sollten. Vielleicht wird dann wieder aus den 15% irgendwie 1,5. Das wäre sehr in meinem Interesse. Also mir ist irgendwo aufgefallen, das Ding hat ja, die Session hat so 50 Minuten im Schnitt. Und wenn es dem Ende zugeht, wer ist eigentlich der, wer gibt die Signale, dass es jetzt zu Ende wird? Hört das dann einfach auf, die Energie? Ja, das ist eine gute Frage. Zum Teil hat man das Gefühl, solange der Klick läuft, den ihr draußen nicht hört, spielt man eigentlich immer weiter. Also von der Energie, und da gibt es auch niemand, der sagt, jetzt ist gut. In dieser Situation, ich gehe ganz kurz zurück zur Live-Situation, ist normalerweise der örtliche Promoter oder Festival irgendwie Obermann, Mensch, der mit einer Taschenlampe in mein Gesicht leuchtet und zeigt so, die nächste Gruppe ist dran, oder wir haben Curfew und die Gewerkschaft sagt dir, alles gut. Ich meine, auch wenn wir ein schönes Gefühl haben, während wir spielen, ist es ja vielleicht so, dass die Angestellten dort in der großen Halle dieses Gefühl, das die Band täglich hat, nicht jeden Tag teilen und eigentlich nach Hause wollen. Von daher finde ich es vollkommen in Ordnung, dass die Leute dann sagen, hey, ihr müsst jetzt aufhören, das ist bei uns fast jedes Mal so. Zum Teil, wir haben Nebel, das war beim BGT, tauchte vor meinem Klavier auf einmal einen Kopf auf, das hat, und sagt, ihr müsst aufhören, sowas bringt mich erst durcheinander. Hier ist es so, dass es ergab sich eigentlich meist, also es gibt jetzt niemanden, der irgendwie sagt, jetzt gut, Energie ist noch da, aber das ist im Prinzip auch ein schöner Schwung, gerade auch bei 2 Leuten, bei 4 Leuten variiert die Zeit natürlich mehr, weil 4 Leute haben mehr zu sagen als 2. 2 Leute haben mir zu sagen, das ist ein Mensch. Und das ist jedes Mal im Fluss gewesen. Der Unterschied zu einer geprobten Bandsituation ist halt der also ist nicht die gemeinsame 1, 2, 3, 4, 1 Stadionrock, Becken und fertig, sondern es ist halt eher ein Fade-out, ein Ausschwingen, also im Prinzip eine Hüllkurve, die dann sich langsam verringert oder leiser wird. Aber ich hatte bei diesen Sessions nicht das Gefühl, dass einer das Ende irgendwie erzwungen hat oder extrem hinausgezögert hat. Das ist ja auch ein Punkt. Also zum Teil, wenn mehrere Leute denken, wenn mehrere Leute auf der Bühne sind und 2/3 denken, 3/4 denken, naja, vielleicht ist jetzt auch manchmal gut und jemand fällt noch was ein, ist teilt sich, also ich glaube, das ist das Schöne bei 2 Leuten, da schwingt man sich sehr schnell ein. Bei 4 Leuten hat man mehr Ideen, aber es kann auch passieren, dass irgendwer auch anfängt zu sagen, ich habe jetzt noch eine Idee und wir machen da 3 Stunden draus. Vielleicht fühlen die anderen es nicht in diesem Augenblick. Ich habe in dieser Art, in dieser Woche, Wochen gedacht, es hat gut funktioniert.